Salut miteinander, noch zwei Jahre weit von der Bühne ist das Glück vom Theater von Listenberg endlich zurück. Ab dem Sonntag und bis am 24. Juli spielt sich das Stück Chevalier Unkenstein et les Raubritter auf Elsässisch. Wie jedes Mal tut sie in einer wunderbaren Umgebung auftreten. Hier oben, gerade vorne am Schloss von Listenberg. Also, ich kann dich nicht verstehen. Ihr steht da und trinke gemütlich Milch? Da will ich nicht weit von da in Buxton Barrick kriegst du Unruhe herrscht. Weil Traubrüder durchgeredet sind. Und? Was und? Der Krieg steht vor dir. Die Soldaten und die Stadt zu den Schützen bekommen sich aber nicht rum, solange sie keine Ordnung bekommen. Und der Schlossherr hat andere Sachen im Kopf, als sich zu verteidigen. Seine Tochter hat sich seinen Christfeind verliebt. Wie heißt er, der Kerl? Ich kann es nicht sagen. Sein Name oder ein Stech? Rosenstein? Was? Der Rotenstein? Mein Achtung! Fit! Hey, Stimme! Eine ganze Reihe unsinnige Situationen. Für sein Stück hat das Listenberger Theater zwei Geschichten von Karl Valentin zusammengesetzt und adaptiert. Das Schwierige in der Sache ist, den richtigen Humor zu finden, für das zu spielen. Denn es ist ein Humor, der ein bisschen speziell ist. Es reibt ein bisschen. Aber doch ist es lustig. Das Absurd von Karl Valentin, die ganz komische Ambiance von den 30er Jahren, das ist jetzt das erste Mal, dass wir das ausprobieren. Ja. Theaterspieler gehen hin und her auf die Beine. Sie rennen, tun sich sogar umwandeln. Eine originale Inszenierung. Das war die Idee von der Kostümiere, dass er jede Rolle spielt. Eigentlich. Sonst wäre es ein bisschen antennig geworden und dann hätten wir ein Schlossherr gehabt und seine Tochter und seine Knecht und zwei Soldaten und Garde und so. Und du spielst praktisch alle mehrere Rollen. Es sind einige Accessoires von den Kostümen, wie Waren im Stegel, gewechselt waren. Zum Beispiel für den Unkenstein ist ein Galer gebraucht. Also jedes Mal, wenn einer selber Galle baut, spielt er den Unkenstein. Eine bemerkenswertige Leistung für die Amateurtruppe, die jedes Jahr von Profi begleitet ist. Cathy Bernecker schafft schon fürs vierte Mal mit. Manchmal bin ich von der Socke, wenn sie mir Dings machen, denke ich, wow. Ja, ja, ehrlich gesagt, ja. Ehrlich gesagt, das ist, sie sagen, es ist so schön, du in Listenburg ein Plaisir. Ein Plaisir. Gell, Susanne? Ein Plaisir. Die Listenberger Nora Hevler. Spott. Ganz ermiei. Für vorne an ihrem Schloss glänzen zu können. Und eine lange Geschichte. Wieder ist Mora zu leben. Klick ist exakt hier, 1913 geboren. Wir benutzen natürlich die ganze Umgebung, also so wie wir es gesehen haben, hier im Dekor und so weiter, ist das natürlich immer großartig. Und das bringt viel Kraft im Theater. Gegenüber von einer traditionellen Bühne. Es geht einem gerade, wenn man davon redet, Gänsehaut, weil ist, wie ich von Lichtenburg bin. Das ist ein Ort, wie besonders ist, wie einmalig ist. Und die wiederholen Theater spielen. Es ist ein Ort, wie man immer wieder herkommt. Chevalier Unkenstein et les Raubritter vom 10. bis am 24. Juli. Und jetzt verraten wir Alexia Dörr, die im Spital von Hagenau, ob sie frisch oder frisch ist.
Sie reden ihr euch von den Morgknäpfeln von ihrem Papi, den sie so gern isst. Bonjour, ich bin Alexia, ich komme von Mumle. Jetzt wohne ich in Jembrat und ich bin Tänzerin im Folklore von Berstedt. Was gefällt dir da drinnen im Folklore? Tanzen, reisen, mit den Freunden trinken. Was trinken noch? Bier, aber die Mädchen trinken hauptsächlich Krimmer. Oh je! Wo hast du Elsässisch gelernt? Mit meinen Eltern, Them und Grosseltern. Bisher habe ich nur Elsässisch geredet und auch Französisch in der Schule gelernt. Redest du gern Elsässisch? Ja, aber nicht so oft. Mit wem redest du Elsässisch? Mit meinen Patienten im Spital. Was machst du? Ich bin Kine im Spital von Heuene. Was gefällt dir in deiner Arbeit? Mit den Patienten zu sehen, mit den Kollegen. In Bewegung zu sehen. Bist du frach oder frisch? Ich bin frach. Mit wem? Mit Leuten, die nicht sympathisch sind mit mir. Was isst du gern? Selbstgemachte Mariknäpfel vom Papi. Was macht er denn? Marik, Mehl, Chapelure, Eier, Peterle, viel Dings.